zack, start. Ah, ich muss meine Zeit langsam laufen lassen. So, dann habe ich das. So, noch ein großes Bild habe ich gebaut. Jetzt habe ich gebaut. Die Fische haben. Okay, brauche ich den noch eine Konservenfabrik? Ich weiß gar nicht. Irgendwie mit Fisch, Kaffee, ja, brauche ich wohl. Okay, den Baumpel habe ich jetzt schon mal, weil ich, wie viel brauche ich? 13.000 habe. Okay, noch machst du kein Geld, aber du produzierst schon was. Echt gut. Ah, brauche ich jetzt bald noch ein LKW-Haus hin. Ja, das baue ich mal direkt. Einige Briefträger sind verschwunden, als sie der Geheimpolizei die Post zustellen wollten. Zum letzten Mal, Leute. Das ist die Geheimpolizei. Nicht anklopfen. Oh Mann, ey. Also das Spiel ist schon lustig, auf jeden Fall. Wir wollten ein Parkhaus, ne? Ja. Was willst du? Ich bin mit Regieren beschäftigt. Was? Ah, ich brauche schon wieder Spezialkräfte dafür, oder was? Für 3000 verflucht. Kolumbianische Barone haben größere Armeen als wir. Das ist inakzeptabel. Ja, jetzt mal ganz geschmeidig bleiben. Die Aufgabe fürchte dich nicht, der Präsident ist hier. Was willst du? Ich bin mit Regieren beschäftigt. Was erfordert die Aufmerksamkeit des Präsidenten? Willst du? Ein schöner Tag, nicht? Das Wetter ist wirklich angenehm. Oh Gott. Genug um den heißen Brei geredet. Schaffen. Wir brauchen ein Darlehen. Es ist nicht leicht, Europa zu regieren, wissen Sie? Aha. Annehmen. Zahlen. Ich zahle die Scheiße jetzt einfach. Präsident, gönnen wir den Rebellen doch auch etwas Spaß heute Nacht. Die Bärstunde wäre natürlich ganz gut. Hatten sie den Rebellen auf, aber können wir die wieder zurückkehren? Das haben die mal gesehen, manche haben die Alte mal gesehen. Was? Die Leute fordern Wahlen und El Presidente fordert ihre Stimme. Wählen Sie also El Presidente sonst. Wo mache ich denn das? Prohibit? Ja, genau. Niemals. Hä? Inneres? Verteidigung? Ziel erreicht, immerhin. Ach, die 64. Da kam man nicht wirklich schon alles her, ne? Jetzt hier erst am Arbeiten, ne? Gefahrliche Rebellen. Gute Neuigkeiten, Sir. Die Rebellen fürchten die Macht unserer Armee. Okay. Zu viele Dienst schon wieder. Mann, ey, ich tue alles für die Religionsqualität. Wohnqualität habe ich auch schon gesteigert. Gesundheitswesen. Wo ist die Religion? Gesundheitswesen. Gesundheitswesen. Da brauche ich mal noch irgendwas fürs Gesundheitswesen. Ein paar Schweine.
Das ist super. Das Alter, kosten die viel, ey. Ich investiere hier mal. Da habe ich eine Goldmine. Heute haben wir Botschafter Lord Chaffney eingeladen, um mehr über die wachsende Freundschaft zwischen Tropico und der EU zu erfahren. Ich habe gerade mit meinem werten Freund El Presidente vorzüglich zu Mittag gegessen. Unsere Beziehungen werden ebenso vorzüglich bleiben, solange ich meinen Tee mit ihrem fabelhaften tropikanischen Teegebäck einnehmen kann. So gut. Was ist denn jetzt? Okay. Schon eingekauft. Mit dem nächsten Geld brauche ich mal ein bisschen Wohnqualität. Oh ja. Sprich schneller. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Bist du ein Rebell? Hey, warum produzierst du nichts? Ja, gut. Die Welt ist in Gefahr. Nur wir können den Planeten retten. Eine Million mit alles glaube ich irgendwann auch mal. Ja, wenn wir schlechter durch die Staatsschulden, bla bla. Ich will nur Lokalschulden, ey, das ist mein Dispo. Das ist eine Infrastruktur. Über die 5000, ey. Entrégate! Hier reingefletscht, Rick. Ah, sieht schlecht aus. Na gut, dann. Ah ja, sehr gut. Dann baue ich einfach keine Häuser. Ja, wo bleibt denn das Schiff? Und hier mein Shit. Da kommt das Schiff, sehr gut. Ey! Andere Nationen sollten uns beneiden! El Diablo! Und jeder sollte El Diablo beneiden! Ich glaube, drüber gerade ein äußeres Resultat, weil wir haben nicht viele, wenn der eine ewige Flamme durch den Bau werden, mit der angesagt wird. Endlich kommen wir jetzt bei ablehnen. Ich muss jetzt hier mal Prioritäten setzen. Ist das hinten Baubüro oder was? Parkhaus. Ah ja. Okay. Präsidente. Danke für den Hinweis. Jetzt zack, sind sie wieder weg. Boom. 30, was? 30.000? Ernsthaft? Genosse Presidente, die Pravda aus Moskau hat die Wohnsituation in Tropico scharf kritisiert. Presidente, die UdSSR hat ein bedeutendes Land im Mittleren Osten besetzt. Die Welt ist sich darüber uneins. Hm. Ein Skandal. Ah, okay, ich kann mir dazu. Quatsch. Quatsch. Infrastruktur, Straße. So, jetzt brauche ich jetzt mal eine formidable Straße. Infrastruktur, unterkünftige Mietshäuser. So.
4 Mietshäuser. Präsidente, mögen Ihre Kamele gesund und Ihre Zukunft kinderreich sein. Ich möchte handeln. Und 2 Kamele, sehr gut. 1000 Waffen. Nee. Wie gesagt, ich bin jetzt mal auf Wesentliche da. Ich. Ah, verdammt, boah, ich bin fertig. Warum auch? Warum tue ich so? Unser aktuelles Thema heute: Unterkünfte. Finden Sie nicht auch, dass es zu viele Obdachlose auf der Insel gibt, Penultimo? Obdachlose? Gäbe es nur einen Obdachlosen in Tropico, würde ich ihm persönlich eine Hütte bauen. Aber in einer Hütte zu leben... Haus ist heißes Thema ansprechen? Die heutigen Hütten sind die Villen ist Zeit von Norden. Ja, oh, verdammt, solange die El-Präsidente treu zur Seite stehen... Heißes Thema ansprechen? Stimmt. Unterkünfte. Loben. Kapitalisten. Ah, okay, Kommunisten. Ah, okay. Ah, okay. Amtszeit. Sehr gut. Boah, das 30.000. Boah, geil. Freie Menschen von Tropico, die Bedeutung der kommenden Wahlen hat mich zu euch geführt. Wir sind unseren Zielen einen Schritt näher gekommen. Der Sieg ist fast unser, aber wir dürfen noch nicht aufgeben. Das hier, Futterbote oben. Wir haben, wie jede andere Nation auch, unsere Probleme. Wie etwa die ungenügenden Unterkünfte. Aber wir stehen auch Widrigkeiten gegenüber, mit denen sich andere Nationen nicht auseinandersetzen müssen. Sie müssen nicht darunter leiden, dass es der UdSSR nach unserer Nation gelüstet. Im Laufe meiner Jahre als Präsident habe ich eure Dankbarkeit erfahren, meine Kompanieros. Leider bin ich nichts weiter als ein bescheidener Diener und ihr seid, meine Herren, meine Auftraggeber. Ich muss euch im Gegenzug meinen Respekt aussprechen. Den gewöhnlichen Arbeitskräften, besonders den Kommunisten. War gut, ey, die Rede. Also das diese Zusammenstücke finde ich echt gut. Ich habe große Pläne für Tropico. Pläne, die von jedem nachempfunden werden können. Sogar von den weniger Glücklichen unter euch. Ich verspreche euch, dass während meiner nächsten Amtszeit keiner mehr in Hütten leben muss. Ein neues Zeitalter des Wohlstands und der Freiheit erwartet uns nach dem Sieg. Ah, ich bin Voodoo Pizzamann. Ah, sehr gut. Wie viele Statuen haben wir jetzt gebaut? Bestimmt genug. Alter! Und wir bauen mal direkt ein Gefängnis dazu. Sehr schön. So gefällt mir das auch. Fisch, ah, das ist vielleicht auch.